So, Felix, kannst du mich angucken, wie ich dir rede? Das ist ja wirklich. Habe ich seit 30 Jahren nicht gemacht. Ja, komm jetzt. Aber hier für die Kamera machen wir das. Felix und Rob, erstmal ganz offiziell herzlich willkommen in der Icon League. Es freut mich, dass ihr am Start seid. Also jetzt auch mal wirklich, mal ganz kurz seriös, ob wir das schaffen. Erzählt ihr mal bitte, wie eure Zusammensetzung zustande kommt, so den Leuten. Ich weiß es ja, aber wie kommt das zustande, dass ihr quasi eine Doppelspitze bildet? Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben uns ja bei Eisern Union kennengelernt, haben da zusammen gespielt, haben da souverän den Klassenerhalt geschafft, haben den auch souverän gefeiert danach, wie so einige feiern zusammen, und das hat uns natürlich zusammengeschweißt, und deswegen war für uns klar, wenn mal irgendwie eine Option besteht, wieder was zusammen zu machen, dann sind wir sofort bereit und jetzt sitzen wir hier. Ja, man muss schon sagen, die Initiative kam von dir. Du hast mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, mit dir ein Team zu machen. Und da sind wir. Also eher über Fußball oder eher über Feiern, eure Zusammenstellung? Naja, unser Team wird sich darüber auch definieren, dass wir viel Spaß haben werden. Ich glaube, das ist wichtig. Das haben wir auch festgestellt, dass man sich außerhalb des Platzes gut verstehen will. Aber wir wollen natürlich auch Erfolg haben. Und deswegen steht das natürlich an erster Stelle. Das weißt du ja. Das kennst du ja auch manchmal, ja, ja, zumindest. Ja, selbstverständlich. Du hast gesagt, ihr habt euch ja bei Union kennengelernt. War das, wer war eigentlich zuerst da von euch beiden? Du warst zuerst da. Und als Rob dann kam, also gibt es da irgendeine Anekdote, warum ihr euch dann besonders gut verstanden habt? Oder sonst hättest du ja jetzt auch noch 20 andere nennen können, mit denen du dir das vorstellen könntest, aber hast du ja nicht. War ja sehr schnell, als ich jetzt dir gesagt habe, pass auf, ein Team, such dir einen Partner, da war Rob direkt die Nummer 1. Soll einen Grund haben. Ja, und so schnell ging es damals eigentlich auch. Also er kam ins Team, ist ja dann immer so in der Vorrunde, dann gibt es dann direkt so diesen einen oder anderen Mannschaftsabend. Und da lernen wir wieder. Da sind wir wieder. Ja, was soll ich machen? Wir müssen ehrlich bleiben, haben wir ja gesagt. Ja, und das ist richtig. Natürlich haben wir uns auf dem Platz auch gut verstanden. Ich glaube, wir haben so ein bisschen die gleiche Denkweise auf dem Platz auch gehabt. Und das hat sich auch neben dem Platz wieder gespiegelt. Und ja, dann haben wir auch festgestellt, dass wir uns auch für ähnliche Sachen interessieren. Es war so ein bisschen so ein Dreier gespannt. Da hat Florian Hübner noch mit, auch bei Union. Wir haben da wirklich ein sehr schönes... Der spielt dann in eurem Team, oder? Wie kann man das vorstellen? Ja, das macht sein Körper, glaube ich. Ja, wir können ihn mal anfragen, aber ich glaube, wird schwierig. Den können wir vielleicht für ein Spiel einplanen, dann ist er raus wieder. Aber nee, wir haben, das merkt man ja schnell, und dann haben wir wirklich einen Nenner gefunden. Auch wenn wir nur, das war ja nur ein Jahr, dann haben wir 2 Jahre zusammen gespielt. Das ist echt eine gute Frage. Wir waren nicht. Wir haben ein Jahr. Doch, das haben wir wirklich. Ja, den Aufstieg haben wir. Haben du bist aufgestiegen. Ja. Ich bin sozusagen ins gemachte Nest gekommen. Genau, wir haben dir die erste Liga serviert. Dann nochmal bitteschön dafür, dass du dann auch dein Debüt da feiern durftest. Und dann haben wir ein Jahr zusammen gespielt. Aber es hat sich länger angefühlt. Das hat sich echt länger angefühlt. Wohl bei Corona hat es ein bisschen länger gedauert, die Saison. Mhm. Aber wir haben da wirklich sehr schnell zusammengefunden. Ja. Wenn sich was länger anfühlt, ist ja meist kein gutes Zeichen. Ja. So, wenn du sagst, es fühlt sich länger an mit dir als. Aber gut. Wie wollt ihr es angehen, das mit eurem Icon League Team? Ich meine, es gibt ja verschiedene Denkweisen. Du hast gesagt, auf jeden Fall Spaß und Freude, mit Spaß zum Erfolg. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr schon auch da, also einen wirklichen Anspruch habt, weit zu kommen, oder? Ja, definitiv. Also wir wollen schon hohe Qualität auf dem Platz haben. Wir haben gesagt Spaß, aber Spaß macht es natürlich auch noch, wenn du gewinnst. Und deswegen wollen wir schon auch ein Team haben, was den Anspruch hat, auf jeden Fall das Ding zu gewinnen. Rob, eine Frage. Ist Felix sich eigentlich bewusst, dass er als Partner einen zukünftigen deutschen Meister hat? Ich glaube, er ist sich das schon bewusst. Ich habe jetzt schon gehört, er ist eine Wette eingegangen. Das heißt, er setzt auch so ein bisschen auf mich. Ja, auf euch, auf dich nicht. Ja, stimmt. Ja. Auf den Meister ist richtig. Ja, man merkt schon, so ein bisschen Necken gehört bei uns auf jeden Fall dazu. Aber so ein gewisses Selbstverständnis, Selbstvertrauen ist vielleicht nicht so schlecht fürs Team. Ja, und ich habe ja auch gesagt zu Rob irgendwann, pass auf, ne, wenn du Spielpraxis brauchst, darfst du auch mal bei uns im Team dann eingewechselt werden. Ja. Also, kurze Frage, Felix hat ja eigentlich vor kurzem ein Turnier gespielt, was so ein bisschen ja die Art, die wir dann verfolgen werden, auch, also in der Halle, Bande, Kunstrasen, 4 gegen 4, beziehungsweise 5 gegen 5 mit Torwart. Ich war überrascht, er war noch recht gut in Shape. Also wie werdet ihr das dann handeln, wenn ihr zum Beispiel Aufstellungsfragen habt? Die müsst ihr ja dann gemeinsam ein Stück weit entscheiden. Wenn da ihr unterschiedlicher Meinung seid, was wird da eine Münze geworfen? Oder? Ja, ich glaube schon. Also das haben wir schon immer getan. Wir sind relativ gut auf den Nenner gekommen.
Er hat jetzt schon gesagt, er möchte selber auch mal spielen. Müssen wir mal schauen. Das musst du dann aber erwähnen. Bis dahin muss er mir auf seinem Lieblingsfahrrad im Peloton mal zeigen, wie viel er da auch abgeliefert hat. Ne? Das magst du gerne. Oder Bankdrücken. Aber, was? Bankdrücken haben wir damals auch gemacht. Ja, Bankdrücken, stimmt richtig. Aber ich denke mal, die eine oder andere Minute wirst du vielleicht auch schon mal sammeln. Mehr kann ich auch nicht, aber das geht ja um die entscheidende Minute. Aber es reicht wahrscheinlich. Die letzten zwei, wenn die Musik angeht. Aber Spielweise und so von eurem Team. Felix, du hast jetzt ja ein bisschen Erfahrung gesammelt. Was hast du da mitgenommen? Also wenn man selbst da auf ein Parkett schickt, glaube ich, nimmt man ja schon ein paar Sachen mit, die funktionieren und die nicht. Hast du dir da schon, wie oft hast du daran gedacht, als du dieses Turnier gespielt hast, dass du ja auch bald selbst mit Rob ein Team haben wirst, was ähnlich spielt? Und inwieweit hast du da auch schon mal so ein bisschen an Ideen, Taktik und sowas gedacht? Ja, habe ich tatsächlich, weil natürlich mit Ball macht es immer am meisten Spaß. Und es war bei dem Turnier ja auch so, dass keiner Lust hatte, so zurückzulaufen oder auch hinten zu bleiben, weil jeder wollte Aktion, Tor machen. Und natürlich wollen wir auch den Ball haben, ne? Ich meine, Xabi Alonso als Trainer. Da kann sie noch ein bisschen was mitbringen, dann, bis es dann losgeht. Und ja, mit Ball ist natürlich schöner. Aber wir wollen natürlich auch Leute haben, die das Team hinten zusammenhalten. Das heißt, wir müssen da eine gute Mischung finden. Aber ich bin da überzeugt, dass wir da einen guten Plan haben werden. Aber wir wollen auch nicht zu viel verraten. Ne? Jetzt hören ja auch natürlich auch wieder alle anderen zu. Ne? Dann kommen ja bestimmt noch ein paar Teamheads, die sagen, hey, jetzt schauen wir uns hier nochmal ein paar Videos an und so und analysieren das. Da wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten. Na, da wird es ja wahrscheinlich bis zum ersten Spieltag kein Video geben von euch. Ja. Aber weißt du, wie es ist? Ne? Gibt ja auch die hören Pressekonferenz von anderen Trainern, ne? Und sagen, hey, oh, jetzt der fällt aus und der spielt. Vielleicht spielen die so. Na, keine Sorge. So. Ja, wer spielt dann? Also viel zu taktisch werden wir nicht agieren. Okay. Gibt es denn Ideen von euch schon konkrete, wer dann für euer Team auflaufen könnte? Ich meine, ihr habt über viele, viele Profijahre ja viele Kontakte logischerweise gesammelt. Also ist auch klar natürlich, dass jetzt aktive Erstligaspieler, für die das schwer wird, dann da nochmal aufzulaufen kurz nach dem Spiel. Aber kennt ihr wahrscheinlich trotzdem viele, die entweder junge Spieler oder Spieler, die gerade ihre Karriere beendet haben oder was auch immer. Ich meine, du hast jetzt gerade in der Bremen-Legendenmannschaft gespielt, Stichwort Ailton. Also habt ihr Ideen, wer da für euch vielleicht aufläuft? Ja, den einen haben wir. Würde ich jetzt schon so als Königstransfer, wenn es klappt. Sollen wir schon Namen nennen? Würde ich jetzt wahrscheinlich noch nicht sagen. Wäre ein guter Teaser. Also der hat sich auf jeden Fall schon mal, also der kann mit dem Ball umgehen, sagen wir es mal so. Und und ist noch gut in Shape. Ja, ist sehr, sehr gut. Habe ich auch bei dem Hallenturnier beobachtet, war nicht in unserem Team, das vielleicht kann man vielleicht sagen. Und dann waren es nicht mehr so viele, muss man sagen. Die im Shape waren noch nicht in eurem Team. Die Aussage ist begrenzt jetzt, aber. Markus Feinbier ist es nicht. So viel verraten. Das ist richtig. Nee, da werden ein paar gute Jungs zusammenbekommen, glaube ich, weil Rob kennt viele, ich auch mittlerweile. Also. Aber Ailton wird es nicht sein, weil wir haben ja gesagt, wir brauchen Leute, die zurücklaufen. Ja, du hast eine Grätsche gemacht. Also, Rob, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Felix war der Einzige, der bei diesem Turnier eine Grätsche ausgepackt hat. Also. Ja, aber da sieht man auch wieder die Mentalität. Ne? Die wollen wir natürlich auch vorleben. Also wenn wir dann nochmal Videomaterial den Spielern zeigen, dann packe ich die Grätsche damit rein. Vom Trainer, genau. Mhm. Stichwort Vorleben. Letzte Frage. Ich meine, ihr habt bei Union zusammengespielt. Können wir uns als Icon League und auch alle Icon League Zuschauer darauf freuen, dass es auch nochmal ein Comeback Groß und Andrich auf dem Platz gemeinsam gibt in eurem Team? Ich meine, das wird euch freigestellt sein. Rob, erzähl mal. Also ich ehrlich gesagt habe da noch nicht dran gedacht. Ich glaube, du bist da eher auf ständig. Dem Feld als ich. Du bist da näher jetzt schon am Feld dran. Aber ich sag mal so, wenn die Situation vielleicht mal passt und es vielleicht im Rahmen auch passt, dann können wir es vielleicht schon mal machen, dass wir uns hinten mal die Kugel zuschieben. Das werden wir sehen dann. Aber das muss man sagen, so oft haben wir dann auch gar nicht zusammen gespielt. Ne? Ich meine, wir haben ja dieselbe Position gespielt, beide auf der 6. Da war der Urs war aber nicht so. So oft haben wir da wirklich nicht. Ja, ich also wir haben jetzt, ja auch am Ende gerade einmal den Platz weggenommen. Ne? Ja, das wollte ich jetzt nicht so direkt sagen, aber. Überraschend, dass ihr hier noch. Also, so das ja, ist also, vielleicht überlegen wir das doch nochmal. Das ist mir gerade erst wieder eingefallen. Naja, gut, aber jetzt habt ihr die Möglichkeit, eventuell doch öfters nochmal vielleicht zusammen zu stehen. Oder vielleicht einer auf dem Parkett, der andere draußen, auch den anderen coachen. Also ja, auf jeden Fall. Wird doch eher so der Trainer sein, der im Anzug draußen steht, dann mit Krawatte und so. Ja, Louis Vuitton-Anzug. Und du mit kurzer Hose. Ja, okay, fantastisch. Ja, das lässt doch auf einiges hoffen. Also vielen Dank, wir freuen uns auf euch. Und wir erst. Ja, danke.